Der Pferdefreund grüßt euch von der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Vorbereiten, mein Leben lang den Dress anziehen, damit wir nach vorne kommen. Kriege ich dir was an die Füße? Nein. Steg ist. Was hat er? Ein eingeschweißtes Steg. Ja, der hat da vorne einen Steg drin, weil der ein bisschen fieser ist. Und er muss ja noch viel lernen. Und Heinz, warum kratzt er? Warum? Weil der gerade von mir lecker klingt. Weil der hat gerade lecker gekriegt, der ist verwöhnt. Ja, das habe ich ja letzte Tage auch gemerkt, als er den Apfel hatte, da wollte er mehr. Die Rennfarbe, die ich hier habe, die hat mein Vater ausgesucht 1943. Dann habe ich diese Rennfarbe übernommen. Weil jeder Besitzer muss ja eine Rennfarbe haben. Aber jetzt ist das ein bisschen anders geworden. Heute braucht nur jeder Fahrer seine eigene Farbe haben und nicht mehr für jeden Pferd eine andere Farbe. Es gibt noch verschiedene Besitzer oder große Leute, die noch ihre eigene, eigene Rennfarbe haben. Ja, Heinz, das habe ich ja in Dortmund Wambel bei den Galoppern festgestellt. Die kommen ständig mit anderer Kluft. Wenn da ein Jockey Einsätze hat, drei Stück, dann hat er meistens drei verschiedene Kluften. Ja, das war bei uns auch. Mein Chef früher, wenn der sechs Fahrten hatte oder acht Fahrten, der musste sich sechs oder sieben Mal umziehen. Und das habe ich auch gehabt. Musste ich ja fünfmal umziehen. Und das ist heute nicht mehr so.